weil sie auf der falschen Ebene arbeite. Ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass für mich in jeder Kommunikation, also dass ich den Scheinwerfer auf jede Kommunikation und einen Gesichtspunkt der Identitätsverhandlung richten kann und dass das eine sehr lohnenswerte Betrachtungsperspektive ist. Und wichtig dabei ist, dass die Menschen suchen immer Bestätigung für das, was sie geworden sind. Das muss in hinreichendem Maß dabei sein. Wenn das, was geworden ist, aus unserer Sicht korrekturbedürftig ist, ist es auch wichtig, dass ich auch das zum Ausdruck bringe. Aber noch interessierter und hungrig sind die Menschen nach Inspiration, dass ich in ihnen etwas sehe, was sie werden könnten, was sie selbst nicht erkannt haben. Wir kommen da in ein Arbeitsgebiet rein, dem ich mich auch lange gewidmet habe. Das ist jetzt nicht in ISB-Kompakt, weil das ein etwas delikates Gebiet ist. Das ist die Arbeit mit Geschlechtsidentität. Ich habe ja viele Jahre Seminare gemacht zur Geschlechtsidentität. Sich sexuell begegnen und verstehen, sich als, finden als Mann und Frau. Und habe dazu eine ganz eigene Konzeptbildung entwickelt, die sich anschließt an die Jungsche Psychologie und an die Promotion von Peter Schellenbaum, wo es auch um Fragen der Homosexualität geht, als Identitätsfindungsphänomen wie Heterosexualität. Und also ist ein schöner Bereich, lässt sich nicht leicht vermitteln. Wenn ich unmittelbar mit Menschen arbeite, ist es sofort einsichtig. Wenn ich es auf einem Kongress vortrage, kriege ich immer von irgendwelchen Emanzen haue. Mache ich einfach nicht mehr. Wenn es euch interessiert, der Aufsatz ist im Coachingbuch auf der Website und es sind auch Arbeitsbeispiele damit da. Und ich habe im Rahmen Arbeit mit seelischen Bildern auch Vorträge dazu gemacht und Beispiele aufgenommen. Das wird noch eine Weile dauern, bis das redigiert ist, steht aber dann auch als Audiodokumente zur Verfügung. Ein Thema, das normalerweise sofort die Ohren um 50% mindestens größer werden lässt. Insofern wäre es auch schade, man würde das ausklammern. Passamtsarbeit habe ich schon darauf hingewiesen, die Arbeit mit Identitätsüberzeugung. Was ich an der Stelle ja nicht gesagt habe, was Passamtsarbeit meint, das ist nämlich ein kleines Ritual, wo ich sage, wenn die Überzeugung, die jemand über sich hat, wenn das aus seiner Sicht ein unveränderliches Merkmal ist, dann ist das ja in der Identity Card oder im Pass eingetragen. Und dann mache ich dann ein nettes kleines Ritual, dass ich amtlich feststelle, dass da eine irrtümliche Eintragung ist. Wir suchen nach der richtigen antithetischen Eintragung. Und dann mutiere ich zum Standesbeamten, lösche die Falscheintragung, trage die richtige Eintragung ein, gebe einen Stempel, gebe den Pass zurück und es verpflichtet den anderen zu nichts. Aber es rahmt alles an, alles was kommt, anders. Es ist ein ganz reizarmes Verfahren mit manchmal erstaunlicher Auswirkung. Also das zeigt, wie geistige Definition, was für eine Macht das haben kann, bis in die Körperorganisation hinein. Ja, und dann ein Bereich, den habe ich etwas ausführlicher ja dargestellt in ISB Kompakt. Das sind die Dilemmata. Dazu gibt es jede Menge Schriften und Audiodokumenten. Und ich selbst habe mich, glaube ich, oft genug in Dilemmata befunden. Deswegen habe ich vielleicht auch die Theorie erarbeitet. Und meine Tochter ist eine Spezialistin, darin, sich in Dilemmata zu verwickeln. Vielleicht habe ich schon vorausgreifend auch für sie da was getan. Dilemmata oder Zwickmühlen sind solche Wirklichkeitsentwürfe, die versucht, verschiedene wichtige Anliegen so miteinander zu verketten und gleichzeitig und manchmal falsch belegt in Szene zu setzen, dass es nicht gelingen kann und in welche Richtung man korrigieren möchte, innerhalb dieser Logik gibt es keine akzeptable Lösung. Entweder weil es überhaupt keine gute Lösung ist für eines der Anliegen
oder weil irgendein vielleicht auch falsch verstandenes Entwicklungsanliegen scheinbar verletzt wird, wenn ich das mache. Das macht die Sache so schwierig, weil der von außen nicht versteht, dass jemand eine Lösung, die von außen völlig unkompliziert ist, nicht macht, weil er nicht erkennt, dass im inneren Bezugsrahmen diese Lösung einen Schaden verursacht an wichtigen anderen Anliegen und Entwicklungsbedürfnissen. Und deswegen muss man das herausfinden und kann nicht sagen, es ist primitiv zu sagen, der Klient ist im Widerstand. Da hat Mara Silvini Palazzoli schon das Nötige dazu gesagt. Die kleine, resolute Frau spricht mit italienischem Akzent und sagt, Widerstand! Hunderte von Therapeuten im Raum. Wissen Sie, was das ist? Das ist die Dummheit der Therapeuten. Also man muss es jetzt ja nicht so beschimpfend sagen, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man eher mal denkt, Widerstand heißt, der Therapeut versteht es nicht. Also dass es besser ist, auch wenn es vielleicht nicht in allen Fällen gilt, aber es ist die bessere Hypothese, dass wenn der andere nicht geht, gibt es irgendetwas, warum er nicht geht. Also kann man von Autisten lernen, die manchmal ja verstehen, warum ein Pferd zum Beispiel nicht auf den Wagen möchte. Da gibt es ja diese berühmte Autistin, die erlebt, wie Tiere erleben. Und wo man Tiere halb totgeschlagen hat, weil man die für störrisch und sonst was gehalten hat. Und die auf Anhieb sagt, es ist klar, dass das Pferd da nicht hingeht, weil aus der Wahrnehmung des Pferdes ist es unmöglich, den Wagen zu betreten. Und wenn ihr das und das ändert, ist es die Welt für das Pferd anders und es geht einfach. Also ich finde das die richtige Arbeitshypothese mit Menschen, die sich sperrig, unseren Beglückungsversuchen gegenüber sperrig zeigen. Ein Problem mit den Dilemmata, ohne dass ich da jetzt inhaltlich groß drauf eingehe, ist, dass derjenige selbst meist gar nicht weiß, wie verzwickt sein Bezugsrahmen der Moment aktionssteuernd ist, eigentlich ist und mir deswegen keine Auskunft gibt und dass im Kontakt mit mir wir uns auch in Dilemmata verfangen, sodass wir gar kein Arbeitsbündnis haben, dass wir zusammen analysieren, in welchem Dilemmata ist. Zum Beispiel kann das Dilemma so aussehen, dass der sagt, wenn ich es dem Therapeuten alles erklären muss, dann hilft mir das nicht. Hey, ich komme ja zu jemandem, um mal was zu erfahren, was ich nicht weiß, weil das, was ich weiß, hilft mir ja offensichtlich nicht, mich zu entwickeln. Und dann ist schon wieder ein Metadilemma konstruiert. Wenn ich sorgfältig alles instruiere, dann es rausfinde mit dem Therapeuten, vielleicht finden wir dann sogar was raus, dann habe ich aber nicht wirklich eine Hilfe von außen gekriegt. Es kostet sogar noch mein Geld. Und wenn ich es nicht tue, verstehe ich das nicht und belämmert mich mit Deutungen, die ich schon kenne und von denen ich weiß, dass sie mir nicht helfen. Also ein Dilemma kommt selten allein und fast immer merkt man, dass man es mit Dilemmata zu tun hat, wenn man mittendrin ist. Keine besonders gute Ausgangslage, deswegen brauchen wir Konzepte und methodische Vorgehensweisen, die uns helfen, Dilemmata zu identifizieren, obwohl wir die Inhalte nicht kennen, beziehungsweise uns mit dem anderen zu bewegen, mit der Chance aus Dilemmata rauszukommen, allein aufgrund der Identifikation von Prozessmerkmalen. Anders als der Matthias Wager von Kiebe, der ja als Logikprofessor dann die ganz verschiedenen Formen von Multilemmata, Polylemmata erarbeitet hat, habe ich irgendwann gesagt, irgendwie verwickelt, brauche ich jetzt gar nicht wissen, wie genau. Ich beobachte eher, was passiert und habe dann vier Stadien der Dilemmaarbeit unterschieden. Ich erkenne, dass jemand vermutlich in einem Dilemma ist daran, dass er strampelt und wenn ich ihn aber frage und er kann ehrlich Auskunft geben, was in ihm ist, dann hat er keine Zuversicht. Also kämpfen ohne Zuversicht ist das, was ich strampeln nenne und verwaltet vermutlich ein Versuch, Wirklichkeit aus einem Rahmen herauszugestalten, in dem keine wirkliche Lösung möglich ist. Und dementsprechend ist es so, dass es energieverschleißend ist und man zwischenrein in irgendeine Erholung kippen muss,
Aber es ist nicht die Erholung, aus der man erneuert und mit neuem Blick auf die Dinge zurückkommt, sondern das ist nur ein vorübergehendes Abschalten, also Ausgleich ohne seelische Neubelebung. Also dass wir mal ringen, das werdet ihr nachher beim Sinnzirkel sehen, und irgendwann an Grenze kommt und es nicht weitergeht, ist normales Leben. Meist ist es so, wenn man da eine Zeit lang loslässt und man geht wieder dran, hat sich was sortiert und es geht dann weiter. Das ist bei diesem erschöpft Abschalten im Dilemma-Zirkel nicht der Fall. Oft wird ja auch dieses Abschalten auf ungute Weise hervorgerufen, Alkoholismus, Migräne und sonstige Dinge. Relative Linderung erfährt man, wenn man sich von dem Lebensbereich oder Themenbereich fernhält, für die man nur dilemmahafte Bezugsrahmen hat. Das ist aber überall dort, wo es essentiell ist, natürlich keine Lösung. Sondern irgendwann will man das Thema wieder aufgreifen, oder es kommt von außen auf einen zu und dann versucht man mit umzugehen, und wenn man da nur dilemmahafte Beschreibungs- und Lösungsmuster hat, ist man dann wieder voll im Dilemmazirkel. Was abgewehrt wird, ist eine Emotion, die diagnostische Qualität hätte, nämlich das Verzweifeln. Verzweifeln ist die Emotion, die anzeigt, es gibt keinen drinnen. Entrinnen. Aber, und da haben wir ein weiteres Dilemma, in der Regel wird das Verzweifeln mit die Anliegen aufgeben identifiziert. Und deswegen kann ich nicht verzweifeln, weil ich das Anliegen nicht aufgebe. Oder ich verzweifle und glaube, dann werde ich das ganze Anliegen aufgeben zu müssen, was dann katastrophal bis zum Suizid wenden kann. Dennoch ist das Verzweifeln, Lernen wichtig, weil man dann nicht weiter Energie verbraucht in einem Lösungsalgorithmus, der keine Chance hat und sich nicht in einem Burnout weiter voran bewegt. Also ich sage dann immer, und dann arbeite ich oft mit Metaphern und Bildern, Karfreitag, man muss lernen, sich auf Karfreitag einzulassen ohne Auferstehungsgarantie. Manche sind dann so ein bisschen tricky und sagen, ja, ich gebe ja schon auf, in der nächsten Sitzung wissen sie dann, wie es weitergeht und so. Das ist nicht aufgeben. Also es ist nicht nur ein logisches Aufgeben, es ist ein seelisches, wirklich es mal loslassen, ohne Garantie, dass es richten wird. Wichtig dafür ist eine bestimmte Art der Begleitung durch den anderen, der nicht den Bezugsrahmen teilt, aber bei einem ist. Der für Zuversicht steht, ohne sagen zu können, worin das Problem besteht und wie es dann weitergeht. Das erfordert ganz ein paar andere Haltungen als die üblichen, im Umgang. Jetzt klingt Verzweifeln und diese Dinge immer gleich nach existenziellen Situationen. Es gibt aber auch ganz einfache Formen des Verzweifelns, dass ich eigentlich, wenn ich hineinhören würde, war in der Organisationsberatung, mir völlig klar ist, wenn wir so weitermachen, das gibt keine Lösung für den Organisationsentwicklungsprozess. Keiner wagt zu sagen, dass er eigentlich nicht daran glaubt, dass das wohin führt. Weil das gilt dann als nicht engagiert, oder es kommt sofort einer und sagt, ja, sagen Sie mir dann was sonst. Und er hat ja diese Lösung nicht, deswegen bewegen sich alle im Dilemma-Zirkel. Und es ist ganz wichtig für einen Professionellen, den Monitor immer anzuhaben, auf dem erkennbar ist, ich kenne mich vielleicht nicht aus im Moment, aber intuitiv habe ich eine Zuversicht, es wird sich lösen und fügen. Das ist eine seelische Urteilskompetenz. Damit meine ich nicht die Schönrederei. Also auch die muss genauso wie jede Intuition natürlich geschult werden. Nicht, dass ich immer denke, es wird schon werden und das letzte Geld dann auf Rot setze und dann kommt halt doch wieder Schwarz. Also das grenzt dann auch an spirituelle Fragen, und ich darf jemandem nur Zuversicht zusprechen. Religiös würde man vielleicht sagen, ihn segnen, wenn ich durch mich in mir die Kraft fühle, ohne, und dann muss ich auch selbst demütig sein, aber auch mutig, also dienmutig, demütig, dass ich die Kraft, die ich in mir spüre, dann auch lebe, ohne dass ich selbst weiß, ob mir das zusteht und ob es richtig ist. Also auch ich muss mich auf etwas Unabwegsehbares einlassen, und da rührt es natürlich schon auch an Glaubensfragen, Fragen, was einem Menschen zusteht und solche Dinge hin. Ich finde aber, man sollte
Man kann jetzt ja sagen, ohne Kontrakt mache ich gar nichts. Kann man machen, aber dann verdonnert man sich auch zu dem Bereich, den man halt so machen kann und lässt alle anderen Bereiche weg. Und die großen Beratungen, die wirklich rühren, die bewegen sich meist nicht in diesem Bereich. Gut, das will ich jetzt hier gar nicht ausführen. Ich würde jetzt nur vorlesen, was da steht. Ihr könnt das noch ausführlicher lesen und hören. Ich möchte nur dieses Schaubild noch kurz zeigen. Das ist unten der Dilemma-Zirkel. Das ist grafisch nicht optimal gelöst. Aber ich habe mit dem Matthias Wager von Kiebel lange diskutiert. Er findet das verdichtet von Irmina Zunger in dem Aufsatz Verzweifeln eine professionelle Kompetenz. Und das ist auch eine Ansage. Ne? Da sage ich, wie, verzweifeln? Professionelle Kompetenz? Ja. Die Fähigkeit zu spüren, dass weder bei einem selbst noch so wie man das System wahrnimmt, keine Zuversicht da ist. Und das so früh wie möglich, wie bei den Spielen überhaupt zu merken, solange noch nicht die Sache sich so brenzlig gemacht hat, dass darin ein Dilemma ist, dass man kaum noch zurück kann, obwohl man eigentlich zurück muss. Ja, manche Leute gehen ja dann in den Konkurs, weil sie nicht sagen können, wir haben uns verirrt, wir müssen jetzt anhalten, wir müssen alles, was sowieso schon kaputt ist, abschreiben, sehen, was dann übrig ist und damit können wir vielleicht überleben. Aber weil sie das für eine Katastrophe halten, versuchen sie es noch zu retten, strampeln weiter, bis es dann wirklich zu spät ist. Also es ist so wie dann bei Otto, als er mit diesem Schiff auf die Freiheitsstatue zuführte, eine köstliche Szene, und er wusste nicht mehr, wie lenken, und er ruft seinen Großvater, der ein großer Seemann war, und sagt, Großvater, ich bin verloren. Stimme aus dem Off, du bist noch nicht verloren. Was soll ich tun? Schraub das Lenkrad ab, oder wie das Steuer da heißt, und wirf es ins Meer. Mach ich, Großvater. Schraub das Ding ab, schmeiß es ins Meer. Und jetzt? Jetzt bist du verloren. Ja. Also, der Matthias meinte, es wäre ein bisschen zu pietistisch, wie ich dieses Dilemma-Zirkel-Konzept mache, weil jemand helfen, verzweifeln zu lernen, könnte auch so ein bisschen was Masochistisches haben. Und er meint doch, dass in jeder Phase man eigentlich vieles tun kann, um aus Dilemma-Dynamiken rauszukommen. Und da ist was dran. Mir kommt meist die Arbeit mit Dilemma-Dynamiken, wann eigentlich wirklich Verzweiflung angesagt ist, in der milden oder heftigeren Form. Aber was natürlich stimmt, implizit, ist, dass man sich eigentlich zu jedem dieser Dilemma-Zirkelstadien auch normale existenzielle Stadien vorstellen kann und man eigentlich in jedem Stadium in erlöste, positive Varianten sich aufrichten kann oder in dilemmahafte Varianten absacken kann. Dass das also nicht so einseitig ist, dass man praktisch immer unten über die Verzweiflung raus muss, um dann in den Sinnzirkel einzusteigen. Also ein Beispiel für die positive Variante zum Strampeln wäre das Ringen. Und ich kenne das ja auch in mir, früher war das öfter so, jetzt hat sich es Gott sei Dank verloren, dass wenn ich einen großen Vortrag habe und bereite mich vor und nach einer Weile strampel ich und es geht mir jede Vorstellung, dass ich dort was Vernünftiges tun kann, verloren und ich war richtig verzweifelt oft. In der Regel bin ich dann durch diese Verzweiflung durchgegangen und da hilft auch, und das ist in meinen Vorschlägen, was man tun kann, da ja oft enthalten, alles loslassen, sich auf das rückzubesinnen, was bin ich, was kann ich sagen und neu vermessen die Dinge. Und wenn das dann in Gang kommt, dann bin ich meist wieder flott geworden und bin dann auch aus diesen sehr anstrengenden emotionalen Zuständen rausgekommen. Aber ich kenne auch, das andere ist, dass ich strampele und strampele, aber mittlerweile weiß ich schon, was Strampeln verlängert und wie Strampeln auch qualifiziert machen können und nach zu einem Ringen mit dem Thema wird. Ich muss also nicht erst alles loslassen und verzweifeln, sondern ich kann auch das Strampeln
zunehmend in ein Ringen transformieren, das zu einer guten Auseinandersetzung mit einer Sinnstruktur führt. Und deswegen ist eben jetzt der Sinnzirkel sozusagen das positive Gegenstück, und ich kann immer gucken, bewege ich mich in der einen oder anderen Dynamik in die erlöste Variante, den Sinnzirkel. Und Ringen heißt nicht immer bequem. Ringen kann existenzielles Ringen sein, Luther und Co. Also meint es nicht easy going life, sondern meint wirklich mit Grundfragen der Existenz und der Eigenart umgehen. So, damit hätte ich den Bogen geschlagen zum Thema Persönlichkeitsperspektiven. Und wir machen jetzt eine Pause. Nachher haben wir noch einen Abschnitt, die Horizonte lasse ich weg, das habe ich mir angeguckt, aber wir gucken noch ein bisschen Richtung Professionalität, weil da noch ein paar gute Sachen drin sind. Um halb zwei machen wir Schluss, damit ihr noch den dann bereitstehenden Imbiss zu euch nehmen könnt, bevor ihr den Ort verlasst. Direkt hier dann, okay. Also einfach die Idee, es gibt heute kein Mittagessen, aber ihr sollt auch nicht hungrig auf die Autobahn. In dem Raum links. Also hier vor und dann der erste Raum links. Okay. Und wir machen dann jetzt eine Viertelstunde Pause und haben dann noch, wenn ihr den Nerv habt, dann haben wir noch ein kleines Video und so eine Dreiviertelstunde noch zu den Themen Professionalität. So, jetzt haben unsere beiden Freunde erstmal die Gelegenheit, ihren Abschluss zu machen. Hallo! Ich bin immer noch da! Mensch, bloß gut, dass mir da jemand eine Banane geschmissen hat. Weil sonst wäre ich da unten noch ganz allein. Was mache ich denn jetzt? Ihr könnt vielleicht ein Gedicht aufsagen. Was müsst ihr aber eins zeigen, das ihr noch nicht kennt? Ja, da weiß ich eins. Hinauf, hinauf. Erster Vers. Hinauf, hinauf. Es lockt der Berg, es ziehen die Höhen und droben ist noch mal so schön. Heute soll es mir gelingen, muss ich diesen Berg bezwingen. Hinauf, hinauf. Erster Vers, zweiter Vers. Ich kann mir alle Worte sparen, alle, die schon droben waren, sagen, es sei wunderschön, hier auf mich im Fass zu sehen. Das ist doch kein Gedicht. Das ist doch keine Lyrik. Nein, es müsste was sein, was einen aufbaut, was einen rausholt aus dem ganzen Alltagstrott in so einem Fass. Was Positives, was Spontanes. Oder weiß ich was? Draußen Liebe und auch Hass, das gibt es nicht in meinem Fass. Es ist positiv, aber es stimmt halt nicht. Wenn ich den verwischt, der da einen Stuhl nachgestellt hat. Hallo! Hier bin ich doch in dem Fass! Hallo! 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 So, immer noch in dem Fass, hä? Ja, das bin ich. Ah ja, klar, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann will man gar nicht mehr rausgehen. Ja. Kenny, du pass mal auf, ich hab da eine Leiter mitgebracht, guck mal. Da gehe ich nachher geschwind dann auf, mein lieber Du, und dann ist gleich alles vorbei. Kleine Leiter. Das ist das nicht mal. Ich zeig schon mal, gerade schön. Also passen Sie auf. Doch gerade mal da. So, sehen Sie das, das ist jetzt eine Leiter. Will ich Sie vielleicht gerade mal zwischen der zweiten und dritten Sprosse durchgucke, ist die Aussicht besonders schön. Sehen Sie, es ist nämlich wichtig, passen Sie mal auf. So eine Leiter, die wenigstens. Wissen Sie, was eine Drehung ist? Eine Drehung? Ich zeig's Ihnen gerade mal. Also eine Drehung. Das ist eine Drehung. Sehen Sie? Weil eine Leiter ist. Die meisten Leute meinen, eine Leiter, die sei eben bloß vorne lang. Das ist ein völliger Irrtum. Sehen Sie? Wenn ich jetzt mal durchgucke, dann gewöhnen Sie sich rechtzeitig dran. Sieht es nämlich gar nicht einfach, die Löcher zwischen die Sprosse zu kriegen. Das ist alles. Haben Sie es auch verstanden?
Ich komm geschwind, Eber. Also, passen Sie mal auf. Also, das ist die Leiter. Sehen Sie? Wir sind nicht recht. Sehen Sie es auch verstanden? Hallo! Hallo! Ich bin bloß mal geschwind auf den Stuhl aufgestiegen. Ich glaub, du hast mir's schon mal erzählt. Aber die kapieren das mit der Leiter nicht. Ich muss da noch schnell was erklären. Vor allem, was eine Drehung ist, haben die keine Ahnung. Ich komm gerade mal, gell? Ja, da kannst du Obacht sagen, so viel, das merke ich gar nicht. Wenn Sie brauchen, bloß rufen, dann komme ich noch mal zu. Hallo! Also, Sie haben es alle verstanden. Das ist nämlich eine Drehung. Hallo! Hallo! Da in dem Fass! Du, pass mal auf, also! Wie gesagt, ich gang jetzt da bloß einmal geschwind auf und dann ist gleich alles rüber. Pass auf! Gar kein Problem da! Ist gar kein Problem! Hallo! Ja, hallo, Mensch! Hallo! Ich bin bloß drin auf den Stuhl aufgestiegen! Du rufst immer bloß Hallo, Mensch! Aber da guck mal, das sind Probleme! Mal auf, ganz ruhig bleiben. Du nimmst den Schraubenschlüssel. Da ist der Schraubenschlüssel. Da ist die Leiter. Da ist die Leiter. Wo ist das Problem? Hast du schon mal in das Fass reinguckt? Du, ich glaub, da liegt einer drin. Da liegt einer drin? Ja, den sollten wir fast mal rausholen, den Kerl. Ja? Das ist ja überhaupt die Idee, mein Lieber. Ich glaub, der hat sogar eine Banane dabei. Nein! Die können wir zwei uns doch teilen. Die können wir. Der hat tatsächlich hat eine Banane dabei. Ist ja unglaublich. Pass mal auf. Guck dir das mal an! Da sieht man genau, wo es tropft. Es geht nicht, ich bin nämlich bloß geschwind auf den Stuhl aufgestiegen. Pass mal auf, wenn du den ganzen Tag nur im Fass liegst, da kriegst du ja überhaupt nie was mit, Mensch. Weißt du, was dir fehlt? Ha? Ein Schraubenschlüssel. Na, gib mir doch einen Schraubenschlüssel. Ja, aber ich hab bloß einen. Na, gib mir doch den. Ja, das ist meiner. Aber du kriegst ihn doch gleich wieder. Also gut, aber sofort. Na, knack zweimal und dann aber sofort, hä? Boah, das ist einfach ein feiner Schraubenschlüssel. Und jetzt, auf. Das merkt man erst, der kriegt. Jetzt geht man wieder so. Ja. So, jetzt kannst du mich rausholen. Was heißt, kann ich rausholen? Jetzt hab ich den Schraubenschlüssel gehabt, jetzt kannst du mich rausholen. Du liegst immer bloß im Fass. Bin dir einmal ein Fass, schon liegt da drin. Es ist unglaublich. Also, jetzt passen wir auf, so. Dabei bin ich bloß geschwind auf den Stuhl. So, jetzt also, komm, auf. Komm her. Roben ist noch mal so schön. Pass auf, ich komm rüber. Ja, aber so war's doch gar nicht gemeint. Hey, du, ich hab doch da bloß die... Hey! Hey, du, komm mal rauf, guck dir das einmal an. Das ist eine Aussicht da oben. Aber du, ich hab doch da bloß einmal geschwind die Leiter nachgestellt. Das ist unglaublich. Ich würde ja gern aufkommen, aber ich kann nicht, weil ich glaub, mir sitzt einer auf dem Kopf. Aber wer soll denn da oben hocken? Da bin doch bloß ich. Keine Ahnung, ich bin bloß einmal geschwind daherkommen, hab die Leiter dann nachgestellt und schon hocken wir einen auf den Kopf. Und weißt du, was bei mir passiert ist? Ich bin bloß mal geschwind auf den Stuhl noch. Sag dir eins, wenn du eine Leiter hast
und du kommst an einem Fass vorbei, geh weiter. Hocke dir alle auf den Kopf, alle. Auf den Kopf? Auf den Kopf, pass auf, wir tragen dich jetzt weg. Und wenn du ein Fass siehst, du laufst weiter. Ja. So, wichtig, gemeinsame Arbeit, halbe Arbeit. Ja, jetzt pass auf, ich zähle bis drei und los geht's. Eins, zwei und drei. Da muss ja noch irgendwo einen Stuhl haben. Es hört nicht auf. Aber jetzt ist ein für alle Mal Schluss da oben. Wenn der mit dem Schraubenschlüssel. Wenn wir zwei Mal nämlich sind, mein Schraubenschlüssel. Und mir klopft an das große Himmelstor. Und die machet auf. Und die machet auf. Na, sag ich. Na, sag ich. Bin der mit dem Schraubenschlüssel. Gibt's Probleme? Gibt's Probleme? Unter Gottes Willen. Ist das peinlich? Ich war doch immer der mit dem Schraubenschlüssel. Ein bisschen putzen. Ha, 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 ha. Lass sie mal putzen, wenn kein Wasser da ist. Ja, bloß ein bisschen putzen. Mit großem Quint der Hacken. Das ist doch nass. Bloß ein bisschen putzen. Was ist die Seite schon voll? Und klappt's? Prima. Aber du, das sieht ja noch genauso aus wie vorher. Ja, noch sieht's aus wie vorher. Ja, was ist mit dem Ganges? Ich hab dir doch gesagt, da musst du einfach bloß ein bisschen. Ja, der Ganges ist noch oben, kommt Tröpfel, das weiß ich. Aber wenn so wird es doch nie was. Ich hab dir doch genau erklärt, verstehst du? Dann musst du dir aus diesem großen Unsichtbar. Nimmst du dir einfach zack was raus. Komm, gib mir her, zeig das nochmal. Du nimmst den. Du nimmst den, du setzt den auf und. Ich möchte jetzt unter der Überschrift Professionalität und Praxis fragen, einfach ein paar Begriffe, Perspektiven, Arbeitsfiguren der Transaktionsanalyse, die ich gut finde, euch nochmal kurz vor Augen zu führen, dass ihr auch einfach, soweit es meine TA ist, das ganze Spektrum kennenlernt. Und es ist mir auch ganz wichtig, eine Schule ist so gut wie ihr Weiterbildungssystem und ihre Professionskultur. Und deswegen war es mir immer wichtig, bin da nicht sehr weit mit gediehen, dass TA eben nicht so sehr über die
meist standardmäßig vorgetragenen Inhaltskonzepte identifiziert wird, sondern ein Identitätsprofil über die Professionskultur der TA erstellt wird, also eine Verlagerung des Kerns der Identitätsbeschreibung. Kommt nachher noch kurz, da habe ich auch schon vor vielen Jahren Vorschläge gemacht, die, soweit ich weiß, bisher nicht aufgegriffen wurden. Wichtig bei dem professionellen Kontakt sind dann immer die Kontrakte. Ich habe darauf hingewiesen, dass das Anliegen dabei ist, eben keine Endloskontrakte zu machen, wo man einfach immer irgendwas zu bereden hat, aber irgendwann gar nicht mehr weiß, was wirklich essentiell ist. Eric Byrne, das ist unter Punkt 1, hat das schon gegeißelt als Archäologie, dass man ewig in der Kindheit kramt, oder als Treibhausspielen, dass Dinge, die eben nur im Therapiekontext wichtig werden, dass die immer größer und bedeutsamer werden, die aber keine große Relevanz für Freilandkulturen haben. Also von daher war ihm immer wichtig, bei den Kontrakten irgendwie zielorientiert zu arbeiten. Dennoch bleibt das Problem, dass die Klienten natürlich das, was sinnvollerweise erreicht werden kann, nicht immer selbst wissen und formulieren können. Also braucht auch die Bereitschaft anderer zu sehen, was vielleicht erreicht werden kann. Aber da ist man dann natürlich nicht mehr in so einem sicheren Terrain, kontraktmäßig abgesicherten Terrain, sondern in einer differenzierteren Begegnung. Unterschieden wurde immer schon ein Business-Kontrakt. Das ist das heute, was man die ordentliche Geschäftsführung, zum Beispiel im Coaching-Bereich, haben wir dafür eigene Kategorien, was dazu gehört. Also man ist schon da schon einem klar gewesen, dass gute Therapie etwas auch mit guten Business- und Kontrakten zu tun hat. Und hat das unterschieden von den Treatment-Contracts. Und Perspektiven eines Treatment-Contracts sind, wie ich gerade schon sagte, was soll erreicht werden, wer ist beteiligt, das ist dann wieder unter der Differenzierung der Ich-Zustände. Da werden dann Problem-Kontrakte benannt, wie Eltern-Ich-Kontrakt. Therapeut verbündet sich mit einem Ich muss dies und jenes werden und versucht dann den Rest der Persönlichkeit dorthin zu bringen. Was dann kein Wunder ist, wenn das entweder so Einschränkungen führt oder boykottiert wird. Also auch da in der Frage, welche Teile der Persönlichkeiten können angemessen eingebunden werden und tragen das mit, was man zusammen machen möchte. Dann ist eine wichtige Frage auch, wie werden Kontrakte gemacht? Die Leute lernen bei uns einfach ganz systematisch Kontrakte zu machen. Und wenn Sie das dann können, ist es gut, wenn Sie sich auch ein bisschen wieder davon befreien und nicht jede Sitzung mit einem Kontrakt anfangen. Wir lernen das so, dass das Kontraktprinzip auch durch ein gutes Monitoring und zwischenrein sich immer wieder neu vereinbaren erfüllt ist. Also ich werde dann immer gefragt, muss man denn einen Kontrakt machen? Dann sage ich immer, die keinen machen können, die müssen einen machen. Die einen können, die müssen keinen machen. Weil es geht mir dabei ums Prinzip. Und natürlich wandelt sich, Kontrakt meint ja eigentlich, man vereinbart sich auf vielen Ebenen immer wieder zwischenrein. Will man das, ist man auf dem richtigen Weg und wie sind die Rollen und Beiträge der Beteiligten. Und das sind Dimensionen, die natürlich in jedem lebendigen Prozess wichtig sind. Also Verantwortungsdialog auch hier. Und das Starke an der TA sind die klar definierten und sehr begrenzten Kontrakte. Und das wird manchmal etwas stark betont. Ich finde das wichtige professionelle Arbeit im Bereich auch einfach der offenen Entwicklung und Sinnfindung möglich sein sollte und nicht dann ein bisschen ausgeschlossen. Ein Mike Brown, was glaube ich, oder Shea Schiff, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, der mir eine für mich sehr wichtige Unterscheidung geboten hat. Der sagte, wir unterscheiden von Is it a problem to be solved or a situation to be in? Und weil
weil die Transaktionsanalytiker gerne etwas bewirken, interpretieren sie Situationen, die einfach durchlebt, durchlitten, durchwachsen werden müssen, manchmal als problemlöse Situation und basteln und treiben voran. Dabei wäre es völlig ausreichend, verstehend und Partnerschaft begleitend an der Stelle zu sein. Und diese und Männer neigen dazu, aus Situationen Probleme zu machen. Frauen neigen jetzt pauschal eher dazu, aus Problemen Situationen zu machen. Und da, also zumindest in meiner Ehebeziehung gab es da einige Diskussionen. Meine Frau wollte schildern, wie es ist und wollte eigentlich Anteilnahme. Und ich habe gefragt, wo ist das Problem? Ich löse dir's. Und da hat sie sich nicht so ganz verstanden gefühlt. Ich wollte ein Problem lösen und meine Frau meinte, so ist das Leben, das muss man lernen, damit umzugehen, habe mich auch nicht ganz verstanden gefühlt. Also das sind so Dimensionen, in denen man lernen muss, sich abzustimmen. Ich habe das von der Verena Kass schon gesagt, die macht ja, weil sie auch selbst ja ein sehr fortgeschrittenem Alter jetzt ist, hat sich spezialisiert auf Lebensrückblickstherapie. Und da geht es oft gar nicht so sehr darum, irgendwelche Probleme zu lösen, sondern es geht darum, seinem Leben einen Sinn zu verleihen, Dinge abzuschließen, sich zu versöhnen, sich frei zu machen für die richtige Rolle und Haltung im Übergang der Generationen und solche Dinge. Und das ist dann schon nochmal eine andere Ecke als die, wir haben ein Problem und lösen das. Dennoch toll und gerade für uns junge Leute, die wir sagten, klar, wir packen was an, waren so Ideen von Byrne, der sagt, Therapie machen ist wie jemand eine Tarantel von der Schulter reißen. Also wenn ich sehe, jemand ist in Gefahr, einem schädigenden Skript zu folgen, dann habe ich die Verpflichtung, auch sehr aktiv einzugreifen und nicht mit dem darüber zu sprechen, wie er sich fühlt, wenn er eine Tarantel auf der Schulter hat. Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, von daher die anspruchsvolle Haltung, heilt einen Patienten in der ersten Stunde, wenn das nicht ganz gelingt in der zweiten und so fort. Von daher auch der Anspruch, und da haben sie uns echt getriezt, jede Transaktion ist eine Intervention. Also nicht einfach so irgendwie was schwätzen und wird vielleicht schon was rauskommen. Und der Shea-Schiff, von dem ich ja schon erzählt habe, einer der Kinder und von der Jackie Schiff und Lehrtherapeut damals, der hat mich wirklich genervt, aber es hat sehr geschärft. Der hat wir haben ja viel Bandsupervision gemacht, bei jeder Äußerung von mir gefragt, and how is this an intervention? Also, das ist der Anspruch. Ich habe irgendeine Art von Diagnostik. Ich habe eine Vorstellung, wo ein Problem ist und wie das durch Kommunikation zwischen uns angegangen werden kann. Ich habe eine Vorstellung über Wirkungszusammenhänge und ich habe eine Vorstellung, dass meine nächste Äußerung im Sinne einer solchen Interventionsstrategie ein relevanter Beitrag ist. Und das bei jeder Äußerung, das schult. Den Spruch habe ich auch schon mitgebracht, First Heals and Analyze. War natürlich ein bisschen eine Kontrastbildung zur Psychoanalyse. Und dann hat er dieses super Ding, diese Bullseye Transaction. Das ist so John Wayne an der Kreuzung oder so genau ins Herz. Gemeint ist damit die Transaktion, die alle Ich-Zustände erreicht.